Ich glaube, es gibt in der jetzigen Diskussion zwei Richtungen. Einmal gibt es die Leute, die tatsächlich an unserer Berichterstattung mit Argumenten Kritik üben. Also sagen, wir wissen gar nicht, wie ihr zu diesen Informationen gekommen seid. Oder wir finden, dass ihr in der und der Sache tatsächlich einseitig berichtet habt. Und diese Kritik müssen wir aufnehmen und uns damit beschäftigen, uns reflektieren, sagen, ist da was dran oder ist da nichts dran? Und das setzt ja auch sozusagen einen guten Prozess in Gang, dass wir uns selbst hinterfragen. Das finde ich auf jeden Fall richtig. Dann gibt es aber auch eine Kritik, die überhaupt nicht auf Argumenten beruht, sondern die als politischer Kampfbegriff benutzt wird. Und von dieser Kritik, glaube ich, darf man sich nicht zu sehr verunsichern lassen.